Liebe Zuschauer, sehr geehrte Damen und Herren, mein wahlaktuelles Thema heute, direkt vor der Bundestagswahl, Deutschland und die EU. Denn die AfD fordert den Dexit in ihrem Wahlprogramm. Deutschland, das werden Sie mittlerweile auch festgestellt haben, ist ein erstaunliches Land. Es ist das einzige Land weltweit, in das Millionen Arbeitslose reinkommen und in dem die Arbeitslosenrate dennoch weiter sinkt, den offiziellen Zahlen gemäß jedenfalls. Und unsere Politiker erzählen uns, wir seien ein reiches Land, obwohl die Deutschen seit Jahren so ziemlich das geringste Pro-Kopf-Privatvermögen der gesamten Eurozone haben, die geringste Wohneigentumsquote der gesamten EU, die höchsten Steuern und Lohnabgaben und die höchsten Energiepreise weltweit. Und jetzt haben wir wegen des Euro auch noch die höchste Inflation seit 28 Jahren. Noch erstaunlicher ist, dass wenn man heute durch Westdeutschland fährt, von einem Hauptbahnhof zum nächsten einer mittelgroßen Großstadt, man sich fragen muss, ist man überhaupt in Deutschland? Vor ein paar Wochen war ich mit einer irischen Bekannten im ICE in Nordrhein-Westfalen. Wir stiegen in Köln und Düsseldorf um und fuhren dann weiter. Sie fragte, Deutschland, wo ist es? Germany, where is it? Sie blickte umher und sagte, sie fühle sich nicht in Europa, sondern irgendwo an der Grenze vom Orient zu Afrika. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern fast überall in Westeuropa. Und wenn die EU-Kommission und Ursula von der Leyen ihren Willen haben, dann ist es bald überall so in der gesamten EU. Wieso fragt eigentlich kein Journalist Merkel oder von der Leyen, ob sie ihre afrikanischen Mitmenschen nicht selbst auf eigene Kosten in ihren Luxusanwesen am Pergamonmuseum in Berlin oder auf von der Leyens Gut in Niedersachsen beherbergen wollen? Statt solcher Versicherungen erzählen uns die Kartellpolitiker und Staatsjournalisten, dass Deutschland mehr vom Euro und der EU profitiere als irgendein anderes Land sonst. Merkel hat das dutzende Male im Bundestag gesagt. Wer von Ihnen, frage ich, glaubt wirklich, dass sich die EU um ihre Probleme kümmert? Oder wer von Ihnen glaubt auch nur im Ansatz, dass sein Leben Jahr auf Jahr immer noch besser wird? Werfen wir mal einen Blick auf diese EU. Erstens, in der Covid-Krise hat diese EU versagt. Die Außengrenzen wurden viel zu spät geschlossen. Es gab in Bayern und Heinsberg in Nordrhein-Westfalen schon erste Covid-Fälle. Da durften immer noch 300.000 Chinesen ungehindert nach Italien und von dort aus in die gesamte EU reisen. Dann die Impfstoffbeschaffung der EU. Ein Fiasko ohnegleichen. Heute, da wir genug Impfstoff haben, sollen sich plötzlich alle impfen lassen. In Frankreich zum Beispiel darf ohne EU-Impfpass niemand mehr in Supermärkte, Bars oder Restaurants, jedenfalls in den großen Städten. Und in Italien soll sich nach dem Willen des diabolischsten Mannes in Europa, Mario Draghi, jeder Arbeitnehmer impfen lassen müssen. Wer weiß, was uns in Deutschland nach der Bundestagswahl ins Haus steht. Zweitens, seit Covid hat diese EU die schlechtesten Wirtschaftsdaten der entwickelten Welt. Das heißt, das geringste Wachstum, eine niedrige Investitionsrate, rasant steigende Staatsschulden und steigende Arbeitslosenzahlen. Klar ist auch, die große Inflation wird kommen. Zurzeit haben wir 4%. Experten sprechen jedoch für das Jahresende von bereits 5 oder gar 6%. Der höchsten Inflation, das wäre dies, seit über 40 Jahren. Bei Nullzinsen wird so der Sparer um 5, 6 oder 7% seiner Ersparnisse jedes Jahr enteignet. Inflation ist im Grunde
nichts anderes als eine Zwangsenteignung. Inflation, das ist auch der staatliche Diebstahl ihrer Ersparnisse. Zudem, die Kluft zwischen Reich und Arm wird immer größer. Und die Ärmsten bei uns in Deutschland sind eben nicht die Migranten, sondern die eigenen Landsleute. Drittens, diese EU hat nicht nur die schlechteste Wirtschaft, sondern auch die teuerste Währung der Welt. Der Euro kostet den deutschen Steuerzahler jährlich rund 100 Milliarden Euro, mit denen wir unsere eigenen Exporte nach Südeuropa über die sogenannten Tage-2-Kredite der Bundesbank an die Südstaaten selbst finanzieren. Und die Sparer werden seit 2009 nach Berechnungen eben nicht der AfD, sondern der unabhängigen DZ-Bank jährlich um rund 75 Milliarden bis 100 Milliarden Euro an entgangenen Sparzinsen enteignet. Allein wegen des Euro sind die Deutschen jedes Jahr 200 Milliarden Euro ärmer, als sie ohne den Euro wären. Viertens, die gemeinsame EU-Asylpolitik ist ein Fiasko. Nicht, weil die Regeln völlig falsch wären, sondern weil sich die Bundesregierung und andere Regierungen in der EU seit spätestens 2015 überhaupt nicht mehr an die Regeln halten. Nach geltendem EU- und Verfassungsrecht hätte kaum ein Migrant außer aus Osteuropa je in Deutschland aufgenommen werden müssen. Dank der verfassungswidrigen Willkommenspolitik der Bundesrepublik ist es jedoch für andere EU-Staaten einfacher, Migranten nicht in ihre Heimatstaaten, sondern nach Deutschland, gleich nebenan oder in ihre eigene Gartenlaube im Garten abzuschieben. Ich glaube, diese vier Punkte reichen für dieses Video. Die Fortsetzung meiner Bestandsaufnahme des Verhältnisses Deutschland zur EU sehen Sie im zweiten Teil, den Sie ebenfalls noch vor der Wahl online abrufen können. Bitte sehen Sie auch diesen.